So, machen wir Teil 3. Mit der BAD hat die Verweserwahl nichts zu tun. Fenster aufmachen bitte. Du bist? Fenster mal aufmachen, das ist eine Luft hier drin. Boah. Gibt's schon Fenster? Okay, sieht das so? Okay, danke. So, was haben wir noch? Apostille. Ich muss jetzt kurz fragen, weil das ist jetzt das nächste Thema. Erstens, das Kapitel in Berlin. Ist das jetzt noch das Vollständige fürs Reich? Alles leer. Was? Alles weggeräumt. Also nach dem Krieg komplett leergeräumt. Ja. Und was wurde da bewacht? Ja, das geht noch dort drin rum halt. Der Stand ist noch so, wie sie es weggeholt haben, 45. Dann lasst das in Krakau. Ja, aber ist das jetzt für das Reich oder für Berlin? Oder das ist der Stand von 1945. Ich weiß doch nicht, ob das jetzt was mit dem... Das sind die eingetragenen Bodenrechte von 1945 und die Eintragung nach 27.10.1918 müssen rückabgewickelt werden, weil die nicht unter staatlicher Kontrolle passiert sind. Ja, ich weiß nicht... Steht da auch was für Auma drin? Das meine ich jetzt. Seit 1945 niemand mehr was dort geändert. Ja. Also alles, was hier passiert ist, ist nur... Okay. Also ist das doch fürs Reich, ne? Komplett. Das ist, es ist der Schnappschuss vom, ich weiß nicht, wann die das ausgeräumt haben. Ja. Irgendwann, April 1945, einfach in Kisten gepackt, weggefahren. Okay, weil ja jetzt immer noch Leute gibt, die zum Kataster gehen und die Grundstücke unter Rolle stehen. Nee, das sind lokale Kopien. Da gibt es, welche in Zittau gibt es hier und in allen größeren Städten, die haben Kopien. Und zwar war das früher schon so, weil ein Kataster abbrennt, dass immer noch ein gewisser Kopienstand da ist. Da gab es ein Findbuch, wo über welches Grundstück, wo das Kataster liegt. Und die Findbücher sind auch alle eingesammelt worden, weil die wurden auf Befehl der sowjetischen Militäradministration auch dorthin geschafft. Also du findest heute in der Stadt, im Stadtarchiv, weder eine ordentliche Siegelkarte noch irgendwelche alten Sachen von 1945. Ja. Also wenn du dich anstatt im Grundbuch und Kataster jetzt... Das Grundbuch ist da die Aufzeichnung des Besitzes und das Kataster ist die Aufzeichnung des Eigentums. Besitz ist derjenige, der die physische Gewalt hat und der Besitzer ist der, die rechtliche Gewalt hat. Also der sagen kann... Nein, der Besitzer, ich verkehrt um Eigentümer, das ist der das hat. Besitzer nimmt das nur in Besitz und der Eigentümer ist ja dem es gehört. Na richtig. Aber ja. Das ist nur unter Kopie eingetragen. Habe ich jetzt und im Grundbuch stehen nur die Besitzer. Der Besitzer, der es in Beschlag genommen hat. Ja. Und Kataster ist der Eigentümer. Aber das ist nur eine Kopie, wo wir das jetzt als Eigentümer eintragen. Du kriegst verschiedene, es gibt verschiedene Orte, die haben das, die Kataster haben, ganz versteckt, irgendwo steht dran, Mutterrolle. Aber das ist auf dem preußischen Gebiet. Ich weiß es in Luckenwalde definitiv, da existiert es. Und da kriegst du bei jedem, was vorhanden ist, kannst du sagen, du möchtest die Mutterrolle haben, mit Eigentümer rückverfolgen muss. Solange dieses Amt macht das so. Könnte sein. Hat es definitiv. Ja, aber es ist die Weimarer Republik hat wieder rumgemacht. Weil die Bundesrepublik Rechtssache ist. Das ist eine Sache, wenn das aber jemals in der Familie war, das bis 1820 zurückzuverfolgen. Und du stehst oben als Eigentümer drin, da stehst du als Eigentümer drin. Das ist dein Eigentum. Eigentum bist du der Gebieter auf diesem Gebiet. Und der Gebieter auf sein Gebiet entscheidet, was hier passiert. Ja, schön. Damit weißt du ja auch die Polizei Bescheid. Ja. Wenn du sagst, ich bin der Gebieter und ich entscheide auf diesem Weg. Ja. Wenn du die Preußen, die preußische Staatsfahne hilfst, dann kommen sie auch nicht rein. Wenn es ununterbrochen Familienbesitz ist. Naja. Also ich nehme an, es wird eine Entscheidung kommen müssen. Ich gehe davon aus, dass es eine Gebietsaufteilung des Gebietes gibt auf diejenigen, die dann noch wirklich hier als Stadtangehörige da sind. Weil du hast viele Leute, die nach 1945 ja eigentlich geboren sind. Kinder, die plötzlich keine Bodenrechte mehr haben, weil die Eltern, was weiß ich, das Ding aus Not verkaufen mussten. Also gar nicht freiwillig, sondern einfach in Not gebracht worden sind, weil sie enteignet worden sind. Wir können uns den ganzen Adel angucken, die wo sie einfach überfallen haben, die ganzen Gutsbesitzer, und haben das Zeug einfach mit Bodenreform verteilt. Aber das ist ja kein ordentlicher Verkauf und es hat auch keine staatliche Institution gemacht. Wie das läuft, muss der Verweser entscheiden. Aber ich gehe mal an, es wird ein erweitertes russisches Modell werden. Also 10 Hektar pro Kopf. Und das ist so viel, dass du es erstmal bewirtschaften musst. Kann man sich ausrechnen, wie viele Stadtangehörige hier noch übrig bleiben und wirklich alle nach Rostock ableiten müssten. Und die anderen werden die Aufenthaltsrechte haben, denen man natürlich ein Land leihweise überlassen kann. Aber nicht als Eigentum.
Und letztlich muss man wissen, dass die germanischen Völker niemand Eigentum, auch sich selber kein Eigentum zugestanden haben, weil sie gewandert sind. Die sind in einem Kreis rumgewandert und die haben gesagt, das gehört alles uns. Die kannten nicht ich. Also wie die einfachen Völker in Afrika, die nicht wissen, was ihr Besitz ist. Jimmy Oist-Film, ne, wo die Colaflasche aus dem Flugzeug fliegt, das ist ja genau das, was mit dem Besitz ausgelöst wird. So. Wichtig ist, Bodenrechte kann nur Verweser verlängern und damit müssen wir wehren. Da kommen wir nicht drum rum. Und dann war jetzt die zweite Frage. Der Verweser, du hast gesagt, die Städte. Kreisfreie Städte. Kreisfreie Städte können einen eigenen haben. Die Kreisräte, also die wirklichen Kreisräte, können einen haben und die Bundesstaaten können einen haben. Ja, das ist jetzt die Aber die, der, Staat, der, kaiserliche Staat, der kaiserliche Staatsaufbau ist von unten nach oben, nicht umgedreht. Ja. Ja. So, ich könnte jetzt zum Beispiel nach Gera gehen. Gera ist gar kein Thema, ne? Gera, Kreis, ist ein Kreis. Ist keine kreisfreie Stadt. Ja. Doch, darum geht es ja gerade. Die sind auch kreisfrei, die sollen jetzt aber mit in den Landkreis reisen. Jetzt, nee, das ist ja alles da. 51 ja kreisfreie Städte gibt es in Deutschland, sind nicht viele. Der Rest hatten alle Kreise. Ist jetzt die Frage, fange ich jetzt mit der Verweserwahl gedanklich jetzt auch auf dem Land an oder muss ich in die Stadt gehen? Die Kreise für die Verweserwahl werden durch die Gültigkeit der Siegel bestimmt. Du musst das Siegel nehmen, was am 27.10.1990 in dem Gebiet gültig war. Das ist eine sportliche Aufgabe, das herauszufinden. Das sind die Kreise, wo du Dokumente stempeln kannst. Du musst halt ein Wahlprotokoll abstempeln. Und was willst du denn da nehmen? Willst du einen bundesrepublikanischen Ordner dort auch machen? Das ist nicht staatlich. Der fünfte ja. Und jetzt musst du gucken. Viele kreisfreie Städte haben ein eigenes Siegel und die Landkreise hatten noch einmal anderes. Da war manchmal noch eine Zahl mehr drin oder der Adler sah anders aus oder es ist ein Kaninchen drin, keine Ahnung. Also die hatten alle ihre unterschiedlichen Siegel. Und in diesem Gebiet der Siegel, da musst du das Referendum machen. Und wenn die sagen, ihr dürft jetzt mit diesem Siegel für uns alle die Dokumente ausfertigen, Fahrzeugschein, Kfz-Brief, Personenausweis, nicht Personalausweis, Reisepass, ja, was auch immer gebraucht wird. Jochschein. Das Siegel muss von 1800 noch was sein. Ne? Am 27.10.1918. Das ist ein Tag, bevor der Verweser illegal ins Amt kam. Weil eine andere Sache kannst du nicht entscheiden. Viele sagen ja, habe ich vorhin schon mal kurz angerissen, dass der Krieg eine Schnittstelle wäre. In Iran ist es nicht so. Die hatten auch einen Krieg, ist Iran eingefallen, da waren die immer noch souverän. Das ist kein sauberes Kriterium. Sauberes Kriterium ist, wenn der gewählte Vertreter des Souveräns, also der Kaiser, nicht mehr die Verfügungsgewalt über sein Staatsgebiet ausüben kann. Das ist genau am 28.10. passiert. Davor hat er immer die Möglichkeit gehabt, eine Verfügung auszulassen. Hat er auch gemacht, aber nee, noch am 27. glaube ich, gab es nicht. Und am 29. ist er noch, hat er nochmal eine Verfügung gemacht. Gut. Die wäre schon staatlich. Ja, und am 28. ist dann Schluss. Also man kann dann nicht sagen, dass wenn dann irgendein Amtsschüler am 28. noch was gemacht hat, dass das staatlich wäre, weil dort das Chaos schon lief. Noch eine Frage zur Aktivierung der Kreise. Ist das das Minimum oder kann man in einer Gemeinde anfangen? Du musst in einem Siegelgebiet anfangen. Darf ich was dazu sagen? Also von der Sache her ist eigentlich grundsätzlich das Wichtigste für alle, die irgendwo in einer Gemeinde sind, verschieden sind, marschiert dahin, versucht aus den Siegelbüchern die Siegelkarte zu bekommen, um zu sehen, welches Siegel war. Bevor ihr überhaupt was macht und sichert die Sachen erstmal. Weil die fangen an, die Dinge auszuräumen und verschwinden zu lassen. Die verfolgen auch deine YouTube-Videos und wissen ganz genau Bescheid. Bei uns ist es so, wo wir herkommen. Da muss man selber ein bisschen Wände machen. Ja, und da wittern die natürlich, was hier kommt und was hier passieren kann. Dann haben wir diese Verweserwahlen, können wir dann anfangen, wenn wir diese Unterlagen haben. Du brauchst schon vorher was machen, bevor das nicht ist. Also jeder erstmal da los und die Sachen eingrasen. Wenn das schon auffällig ist, dass jemand in der Gemeinde auf der Liste steht, schnappt euch den, der die Chronik schreibt, der Gemeinde, der Stadt, dass der das organisieren kann. Katz danach. Sicher. Weg. Dann habt ihr die Verweserwahl, die ihr machen könnt. Geht bloß in kleinen Gemeinden, wäre wahrscheinlich ratsam. Es sei denn, du hast irgendwo so viel. Also in kleinen Gemeinden ist es der Bürgermeister, aber in dem Gebiet des Siegels. Richtig, in dem Gebiet des Siegels. Dann kann man die kreisfreien Städte machen, dann kann man die Bundesstaaten mitmachen. So. Und dann gibt es eben die ganze Sache dazu noch den Reichsverweser. Und dazu ja, braucht man. Nee, man braucht da schon Staatenbund. Aber wirklich jetzt anfangen können. Also der Reichsverweser gehört zum Staatenbund, ist nicht staatlich. Richtig, aber es sind verschiedene Sachen, die Bundesstaaten, ja. Da haben wir verschiedene Geschichten. Ich würde da wahrscheinlich auch noch mit dazukommen, oder
nur kurz noch ein bisschen was erklären und erzählen, ja, was wir vom Kaiser hatten, der abgedankt hat, angeblich, wo du gesagt hast, ja, mit der ganzen Geschichte, wo Preußen auf die Krone verzichtet hat, der hat es natürlich wunderschön kaputt gelacht. Diese Unterlagen, die sind auch nicht mehr nach meinem Stand zur Verfügung in Potsdam. Da steht natürlich drin, ich verzichte hiermit für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preußens. Das konnte der Lindjahr unterschreiben. Dummes Ding passiert, Holland hat kein SZ auf seiner Schreibmaschine. Und Preußen wurde nur mit SZ geschrieben, nicht mit SS. Ne? So, ja. Damit hat er sich kaputt gelacht. Und das nächste ist, wir haben darauf achtet, wie Wilhelm mal unterschrieben hat. Da hat er mal so einen Kringel mit drin, mal abgesehen von dem Siegelbruch, das wäre die zweite Sache. Dann hat er hier zwei Punkte drin. In die Punkte kommt noch I.R. rein. Heißt Imperator Rex. Und zu diesem Zeitpunkt, der 28. November 1918, wäre es immer noch gewesen. Und als Imperator Rex hätte er unterzeichnen müssen. Ja. Hier hat er als privates Souverän unterschrieben. Ja. Wenn überhaupt, wenn es überhaupt selber war. Und da gibt es dann eben noch was dazu. Der Mann, der Bursche, der war ganz clever und war ganz auf Zack. Der hat natürlich ein Gesetz rausgebracht, das so ziemlich einfach ist. Hängt doch ein bisschen mit diesen Bodengeschichte zusammen. Das ist aus der preußischen Gesetzessammlung vom 13. Mai 1918. Ist das Gesetz zur Form der Auflassung. Da hat er natürlich was reingebracht. Paragraph 1 ist natürlich auch interessant. Wichtig ist an der ganzen Sache der Paragraph 2. Dieses Gesetz hat schon mal eine territoriale eine Frist, die hier drin ist. Dieses Gesetz tritt 2 Jahre nach Beendigung des gegenwärtigen Krieges außer Kraft. Das kann und war und ist immer nur der Erste Weltkrieg zu diesem Zeitpunkt. Der Zeitpunkt der Beendigung des Krieges wird durch königliche Verordnung bestimmt. Da Preußen, der preußische König, immer der Kaiser vom Reich war, hat er hier ein feines Ding reingesetzt. Weder Gauck, Merkel noch sonst jemand kann irgendwo das machen. Richtig. So, oder der Verweser da direkt. Der Verweser von Preußen. Der muss man das machen. Richtig. Nichts anderes. Deswegen wäre der Aufbau, versuchen in kleinen Gemeinden, die Städte, wenn wir das schon haben, dann kommt irgendwann der Verweser für die Bundesstaaten dazu. Richtig. So dass wir alles haben. Das ist immer so ein bisschen, das klingt böse mit Uwe, aber so ein bisschen. Ja, von unten nach oben aufbauen. Das muss man schauen. Am besten ideal ist, wenn man eine kleine Gemeinde hat, wirklich die nicht allzu groß ist, wo ein Zusammenhalt da ist, wo die Leute im Wittern merken, hier läuft alles schief. Ja. Da brauche ich wahrscheinlich irgendwo in einer Großstadt anfangen. Das wird schon also irgendwo ein Problem, ein Desaster werden, diese Wahlbescheid, Nachrichtungen oder irgendwas durchzubringen. Aber ja, ich denke mal, da wirst du immer dazu sagen. Genau. Also kreisfreie Städte können immer eigene Verweser haben. Also das ist die sogenannte Selbstverwaltungsrecht, sind sogar Hauptamtmannstädte. Chemnitz, Leipzig, Dresden sind Hauptamtmannstädte, haben eigene Kreisfreiheit. Und da kann man sich vorstellen, wie viele Leute da von dem Gesamtsachsen beteiligt sind, und wenn die drei großen Städte einen Verweser haben, ist eine halbe Miete rein, weil auf dem Flächenland ist dann immer so viel, was da kommt. Und es gibt viele Gemeinden, wie zum Beispiel Limmer-Oberfrohna, die haben einen besonderen älteren Städtestatus, der deutlich noch über diese Kreisfreiheit hinausgeht. Das betrifft auch Grüner. Grüner hat auch eine Sonderrolle, weil die sich noch streiten, ob denn Grüner oder Chemnitz älter ist. Auf jeden Fall reicht es weit bis vor den Kaiser, und diese alten Stadtrechte sind nie aufgegeben worden. Die Bundesrepublik kann die alten Stadtrechte und die Kreisfreiheit des Kaisers nicht aufheben. Der Bund steht auch nicht über den Ländern. Das sagt er auch noch. Wir haben nämlich jetzt vor kurzem einen Bericht gemacht wegen der Korruption im Bundestag, und da haben sie fett gedruckt darauf hingewiesen, dass der Bund keine Gesetze in das Land machen kann. Und mit dem Land meinen die kaiserlichen Länder, nicht ihre Bundesländer. So, das heißt, wenn der Bund, der Landtag irgendein Gesetz macht, ist es einfach nur wie vom Fußballverein, weil sie sind eine Firma, ein Parteikonstrukt. Ne? Der Bund ist ein Parteikonstrukt, die Untergliederung des Bundes erben die Eigenschaften, das ja daherkommt. Also wenn der Bund ein Parteikonstrukt ist, sind die Untergliederung auch welche. Die Bundeswehr ist eine Ordnungsgruppe. Der Bund Parteikonstrukt, Bundeswehr Parteikonstrukt. Die Bundesbank ist die Schatzkasse des Bundes, Parteikonstrukt. Die Bundesanstalt für Arbeit ist die Ordnungsgruppe, Ordnungsarbeitseinteilungseinheit, der Parteikonstrukt und so weiter. Überall, wo Bund steht, kann man Parteikonstrukt einsetzen. Und das ist nämlich die Gefahr. Irgendwann erfülle ich die mussolinische Definition des Faschismus, nämlich wenn sich wirtschaftliche Macht mit Politik vereinigt. Dann haben wir nämlich eine faschistische Struktur. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Es ist so. Die wirtschaftliche Gewalt bestimmt über die Lobbyisten im Bundestag die Politik.
Und diesen Artikel sollte jetzt die öffentliche Wahrnehmung wieder einkassieren. Und da hatten wir also Leute, die das auf der Webseite gestellt hat, gebeten, die wieder zu entfernen. Ich frage mich, der Bundestag hat die Studie in Auftrag gegeben, da sind die ganzen Kriterien drin, sind auch exemplarisch genannt, was da vorgefallen ist. Ist ziemlich stückes Ding. Und jetzt wird es depubliziert, also sozusagen vertuscht. Das ist eine interessante Sache, sollte man sich mal sichern und durchlesen. Also nochmal in Erinnerung rufen, Land und Bundesland sind nicht dieselbe Sache. Das Bundeslandsparteikonstrukt, das Land im Sinne der HLKO, ist das kaiserliche Land, der Bundesstaat. So. Und Preußen ist eine besondere Geschichte, wie du auch hergestellt hast. Die haben im Prinzip den Reichsverweser gestellt, weil das nun mal das flächengrößte Land war, was auch weit bis nach Polen gereicht hat. Und weil der Regierungssitz in dem Bereich lag. Weil der war nämlich Potsdam, wenn ich es noch nicht weiß. Ne? Ja, noch vor Potsdam. Berlin hat einen Sonderstatus, ist also in der Sprechweise eine selbstständig-politische Einheit, aber die Bundesrepublik gesteht natürlich die Selbstständigkeit der politischen Einheit nicht zu und nennt das sozialen Bundesstaat. Wenn in Berlin ein Verweser wählen würde, würde alles umfallen, von Preußen. Also die werden sofort in der Kaiserzeit. Also wenn wir in Berlin eine Verweserwahl machen, ist sofort Feierabend überall. Weil das, was in der Hauptstadt gilt, gilt nach HLKO im ganzen Land. Das ist die besondere Situation. Und könnt ihr euch vorstellen, warum Berlin auf dem Autobahn solche großen, schweren Tore hat. Das ist nämlich genau der Grund. Dass der Kinder auf die Idee kommt, sowas zu machen. Naja, das sogenannte Groß-Berlin ist der Verweser bezogen. Artikel 43 HLKO, die Hauptstadt und die Schlacht, der hält das Land zum Schlag. Das ist das, was die Alliierten immer noch machen. Deswegen wird ja Berlin in diesem Bundesrecht, meine ich, immer komplett anders. Die hören nicht zur Bundesrepublik Deutschland dazukommen. Die dürfen noch nicht regiert werden. Die Gesetze werden immer noch in Bonn ausgefertigt. Das haben sie ja 90 noch mal ganz klar geschrieben. Ja. Ja, also der Umzug der Regierung nach Berlin ist einfach nur, sie mieten immer wieder in Berlin den Reichstag an, um dort zu tagen und so zu tun, als wären sie die Regierung. Das muss man auch wissen. Die Gesetze werden in Bonn ausgefertigt. Und der Sitz der Bundesrepublik ist nicht Berlin und auch nicht Bonn, das ist Washington DC. Dort sind sie nämlich als... Nein, das stimmt nicht. Doch, das ist so. Das ist Bonn. Die Firma sitzt dort. Die Firma sitzt dort. Richtig. Das ist genau das, was die Merkel macht. In Bonn werden die Gesetze auch verkündet. Die fährt da hin und ihre große Bude, der Hausmeister schließt auf und demnächst liest die alles vor. Im Hausmeister? Ja, weil sie muss es einem Teil des deutschen Volkes verkünden. Der Hausmeister, wo steht geschrieben, wie viel das sein muss? Der Hausmeister ist ein Teil des deutschen Volkes. Deswegen steht da nur Zubau. Gut, so, was haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Minuten? 17. So, haben wir noch 30 Minuten. Was haben wir noch? Apostille. Was ist mit den Apostillen los? Im Ersten Weltkrieg hat der Kaiser die Niederlande besetzt. Und die Besatzung hat er nicht aufgehoben, weil der Krieg noch nicht beendet wurde. Sozusagen steht also Brüssel bis heute unter Besatzung des Kaisers. Dass der Kaiser einen Krieg in Zeitlupe macht und alle zwei Jahre einen Schuss abgibt, ist sein gutes Recht. Muss man mal drüber nachdenken, was beim Schuldgeldsystem passiert, wenn der Kriegszustand ewig aufrechterhalten wird. Das würde im Prinzip alle 58 Feinstaaten unrettbar verloren sein, weil die alleine durch die Teilnahme am Wirtschaftsfluss in dem Schuldgeldsystem sich alle verschulden, außer der Kaiser da nicht mitspielen durfte. So, demzufolge haben wir die sogenannten Verwerfungen, über die Schäuble immer redet. Also Schäuble ist ja ein alter Nazi, wenn man so will. Wer seine Geschichte mal studiert hat, weiß, wo er herkommt. So, und irgendwie, ich weiß nicht, wer ihn umgedreht hat, ob das nur durch seinen politischen Angriff passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht er momentan auf der einen Seite was zu retten, weil immer mal querschießt, auf der anderen Seite vor Frau Merkel hörig zu sein, aber er ist ein gefährlicher Mann, immer noch. Weil er auch die Alliierten in Zugzwang bringt mit seiner Politik. Er könnte, wenn er wollte, die Sache klären ohne Merkel, aber dazu fehlt ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Stehvermögen. So, die nächste Geschichte ist Seehofer. Wer die Diskussion verfolgt hat um Seehofer, was ist denn mit den Bayern los? Die Bayern haben nämlich sich gegenüber dem Reich Vorbehaltsrechte behalten. Die haben nämlich sich vorbehalten, alles das, was Preußen sah, noch einmal eigen zu bestätigen. Und wenn die Bestätigung ausbleibt, und ich habe lange nichts von Prinz Ferdinand gehört, sind die Entscheidungen, die in Preußen fallen, vor Bayern unbedingt bindend.
Das ist die logische Konsequenz. Wenn der Verweser in Bayern nicht sagt, ja, macht mal, gilt es erstmal nicht. Demzufolge gilt auch nicht das, was der Notstandsleiter von Berlin gesagt hat, wenn sie diesen macht. Seehofer müsste natürlich eine Verweserwahl machen. Aber wenn Seehofer eine Verweserwahl machen, hätte er unabhängig von Preußen eine Regierungsgewalt als Bundesstaat und wäre völlig außen vor. Er könnte die Grenzen schließen und er könnte eine Zollgrenze in Bayern machen. Also sozusagen eine Weißwurst-Äquator um sein Bayern ziehen. So, und aber er hat, habt ihr ja selber gemerkt, letzte Woche wieder geäußert, nachdem er immer gegen die Kanzlerin geschossen hat und hat auch einen Staatsbesuch gemacht, natürlich ganz schnell wieder Schanzfedern gekriegt und jetzt, gestern oder vorgestern Abend erschien hinter der Kanzlerin. Ja, könnte man interpretieren, warum er sich hinter der Kanzlerin stellt, was er denn wo vorhat. Aber. Weil die Hannelore Kraft, das ist ein Zeitungsartikel vom Generalanzeiger vom 13. September 2014, wo versucht wird, dass wieder der Freistaat Preußen reorganisiert wird von der Bundesrepublik. Und das geht zurück unter Hilfedeckung der katholischen Kirche auf das Preußenkonkordat von 1928 in Preußen, im Freistaat Preußen. Ganz unten am letzten Teil steht drin, in diesem Fall ist die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz der Rechtsnachfolger der preußischen Regierung. Das ist nämlich ein bisschen was vorgefallen, 2014 zum Ende des Jahres, die Briten sind abgezogen oder sie waren dabei in der Planung abzuziehen und der Souverän kann darüber entscheiden, was gemacht wird. Wer ist der Souverän? Das ist britisch besetzte Zone. Der Souverän da ist die Queen. Und wenn die wählt, dann macht die das gut beim Zähneputzen, während sie in den Spiegel guckt. Ja. Ja? Dann hat sie wahrscheinlich die Hannelore Kraft. Wir wissen es nicht, es kommt nichts raus. Das ist die starke Vermutung, die Hannelore Kraft als Preußenprovisor auf dem britischen Territorium. Ist er nicht, also die ist kein Provisor. Eingesetzt, du weißt. Nein, geht nicht. Es ist ja Freistaat Preußen. Freistaat Preußen. Es ist eine Firma, wenn, aber das ist genau das, was die vorhaben. Und wenn Seehofer auf deine Frage, was du brachtest, was die wer vorhaben. Von der Hannelore Kraft jetzt Druck gekriegt hat, und die bauen das darauf ab, dann weißt du, warum er eingeknickt ist. Sie versuchen einen Putsch mit dem gelben Schein. Das steckt dahinter noch. Also sie wollen im Prinzip über den Bundesstaat, den Freistaat drüber gründen. Aber mit den neuen Migranten als Staatsangehörige. Und wir müssen dann um die Einbürgerung betteln. Und dann wollen wir alle anderen heimschicken. Wo immer auch heim ist. Es gab da Verträge mit Libyen und Syrien und einigen anderen Ländern, wo man Deutsche hinschaffen will, wenn es ja kocht. Die hat man 2004 schon mal angebahnt. Ja, das ernste Geschichte, ich erinnere mich an ganz finstere Zeiten. Richtig, das hat ja die Merkel gebracht am 8. Dezember 2010, indem sie für sich das DAG-Gesetz wieder geändert hat, wo am 14. Dezember 2010 ist es veröffentlicht worden, wo drin steht, oder es heißt, wer nicht seinen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht hat, wird automatisch überführt zum Unionsbürger in die Europäische Union. Damit können sie das machen und ihn raussetzen. Ja. Das heißt, jeder hat noch Zeit von da an, wo sie das gebracht haben, seinen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck zu bringen. Ansonsten werde ich automatisch überführt. Und gleichzeitig sollte man, ich habe es zumindest letztes Jahr gemacht, am 24. März, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit inklusive die Überführung zum Unionsbürger. Ja. Es gibt noch ein Prozedere dafür, wie das abzulaufen hat. Das hat die Merkel dem Innenminister erklärt, der hat es den Landesinnenministern erklärt, die ihren Arbeitsgruppen. Und von da aus in Stocken geraten. Die hätten jetzt die ganzen Landräte das aufklären müssen und dann den Zuständigen im Landkreis für die Ausländerbehörde, der gleichzeitig Chef des Ordnungsamtes ist, der hat das entgegenzunehmen, ja. Dem Landrat zu übermitteln. Der Landrat muss das beim Bundesverwaltungsamt eintragen als Negativbescheinigung. Ja. Das ist das Einzige, was ausschlaggebend ist, Negativbescheinigung auf die deutsche Staatsangehörigkeit, sprich die Nazi-Staatsangehörigkeit. Ja. Und dann jetzt zurück zum Landrat und der muss mir eine Urkunde ausstellen. So ist das Prozedere. Das macht keiner. Deswegen ist es so wichtig, so wie das, was du mal gesagt hast, mit Zeugen hingehen, ein Protokoll machen, dann haftet der dafür. Ja. Raus. Ja. Und dann müssen wir eine Klagegemeinschaft machen. Haben wir ja auch schon vorgesehen, dass wir also zusammen uns zusammentun wollen und in der Schweiz dagegen klagen. Weil die Genfer Konvention ist unterschrieben, die Menschenrechtskonvention ist ratifiziert. Also müssen sie sich dran halten. Wenn man die Bundesstaat in der Schweiz will, ich will mal gucken, wie der Video ist.